Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal ein paar Instagram-Shops vorstellen und euch die handgemachten Sachen zeigen, die wir für unsere Maus schon bestellt und gekauft haben. Ja, es wird jetzt relativ viel Deko, Schnullerketten, Spieluhren und wirklich ganz, ganz viel Deko-Zeug und so kommen für das Babyzimmer und wie gesagt Schnullerketten für die Mausi. Es hat sich der Name ja bestätigt und jetzt, wo der Name raus ist, könnt ihr auch die ersten Schnullerketten sehen. Die ganzen Sachen stehen hier schon seit Wochen und warten, dass ich sie euch zeige. Und ich freue mich auch schon sehr. Klar, einige werden jetzt schon wieder voll der Meinung sein, ich kaufe viel zu viel. Aber ich möchte hier einmal klarstellen, dass mir vieles davon zur Verfügung gestellt wurde und ich euch alles natürlich in der Infobox verlinke. Ich selber stehe total auf handgemachte Sachen, also handgemachte Kleidung finde ich wunderschön. Man sieht einfach, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel bei H&M einkaufen geht. Und auch gehäkelte Sachen zum Beispiel sind total mein Geschmack und ich wusste von Anfang an, meine Maus wird ganz, ganz viel selbstgemachte Sachen bekommen und dementsprechend habt ihr jetzt einiges zu gucken und ich muss euch wirklich einiges vorstellen, denn dieser Berg ist wirklich riesig. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Teil an. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass natürlich auch ein paar Sachen dabei sind, die personalisiert sind. Und auch hier haben wir jetzt die erste Schnullerkette. So, seht ihr es, glaube ich, ganz gut. Das ist so eine Schnullerkette aus rosa und Holzperlen. Hier so ein bisschen Häkelperlen und hier ist noch so ein kleiner Holzring dran. Finde ich super süß und ist auch eher was Schlichtes. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und eben mit dem Namen des Kindes. Des Weiteren hat die Liebe mir oder mich gefragt, ob sie mir eine weitere Sache zuschicken könnte, weil sie eine neue Idee hat oder einen neuen Shop eröffnen möchte. Und da war ich ganz gespannt, weil sie hat mich überrascht und ja, das zeige ich euch jetzt. Genau, der neue Shop heißt Made by Lolly oder Loli. Schon mal die Karte ist super schön, weil ich total auf dieses gemalt, ich hier stehe. Und dann hat sie mir zugeschickt diesen Greifring hier. Der ist so, hat hier so ein Holzherz und hat hier ganz viel Silikon drin, was ich immer richtig cool finde bei den kleinen Babys, weil, ja, wenn sie zahnen zum Beispiel, können sie da schön drauf rumkauen. Und auch diese Holzdinger sind wirklich richtig gut. Und da gab es dann eben ein Greifring von ihr. Ja, das nächste Paket hat etwas weniger mit Deko oder personalisierten Sachen zu tun, aber die Firma hat mich von Anfang an begeistert. Sie hat mich angeschrieben, ist noch etwas kleiner, aber hat einen super Instagram-Shop und auch der Online-Shop ist wirklich wunderschön gestaltet und die haben mich gefragt, ob sie mir Meilenstein-Karten zuschicken können. Und ich bin schon länger auf der Suche nach den richtig schönen Meilenstein-Karten für die kleine Maus, wenn sie denn da ist. Wir haben jetzt die Milestone-Cards, die originalen Milestone-Cards für die Schwangerschaft. Die gefallen mir aber einfach nicht. Ich finde, sie haben zu wenig, also es sind zu wenig Karten und man kann zu wenig Momente festhalten. Ja, jetzt hat die Firma mir netterweise zur Verfügung gestellt ihre neuen Milestone-Cards oder Meilenstein-Karten. Und ja, da war ich jetzt sehr gespannt. Ich habe sehr hohe Erwartungen daran gehabt, aber sie haben auf jeden Fall alle Erwartungen erfüllt. Diese Karten sind so schön. Es sind so viele und es sind Momente dabei, wo man sich gar nicht fragen würde oder wo man gar nicht glauben würde, dass dafür eine Meilensteinkarte dabei ist. Und dann sind hier so Sachen drin, wie zum Beispiel mein erstes Kleid. Oder was ich auch super süß finde, auch Prinzessinnen dürfen mal pupsen. Finde ich einfach so niedlich und so schön überlegt. Was ich auch toll finde, dass einfach immer so Tierchen drauf sind. Zum Beispiel hier ein Elefant beim Laufen. Oder hier ist auch mal ein Hase dabei mit den Zähnchen. Ich finde die einfach so schön, die Karten. Und einfach auch so, ja, so kindlich. Und da hat man auch richtig Spaß, die zu zeigen. Ihr seht, es ist ein riesen Berg und da sind echt richtig viele Karten dabei. Die gehen vom ersten Zahn bis zum Krabbeln, bis zum Fasslaufen, dann zum Laufen.
Also, ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn ihr Meilensteinkarten sucht. Ja, das nächste Paket kam gerade eben erst mit der Post an und hat es dann doch noch mal kurz in dieses Video hier geschafft. Es ist auch ein sehr, sehr schöner Shop und ja, spezialisiert sind sie auf Schilder oder Bilder mit dem Namen und den Geburtsdaten vom Kind. Ja, ich zeige jetzt einfach mal, was wir bekommen haben. Und zwar ist das dieses süße Bild hier. Es ist in einem wunderschönen Bilderrahmen. Hat hier ein Elefant, ist hinten im Hintergrund so altrosa. Und das Konfetti könnt ihr natürlich wegmachen. Also ist extra hier so raufgeklebt mit extra Folie. Aber kann man auch alles wegmachen. Auch die Wolken hier oben. Die Firma fügt halt immer so die ausgeschnittenen Teile sozusagen immer dem Bild noch zu. Und sieht einfach so schön aus mit den Wölkchen. Hier natürlich der Name in so einem Kupfergold. Und im Elefant könnt ihr entweder zum Beispiel die Geburtsdaten vom Kind schreiben oder bei uns steht es halt Lia und ganz viel Liebe im Bauch steht hier und ja, einfach super schön. Ihr könnt euch auch die Motive einzeln auswählen oder ihr könnt auch in ganz groß die Geburtsdaten hier eingravieren lassen, nenne ich das mal. Und ich finde es einfach so unglaublich süß. Und ich kann mir das einfach so gut vorstellen, wenn das dann zum Beispiel im Kinderzimmer hängt. Ja, dann geht's weiter mit einem Greifring aus Silikon. Wie gesagt, die finde ich super praktisch, wenn die Kinder anfangen zu zahnen und so. Und auch den finde ich super süß. Der ist in rosa, grau, weiß. Das sind im Moment so die Lieblingsfarben von mir. Und wie gesagt, komplett aus Silikon und hat hier auch noch so einen Silikonring. Auch super, super schön. Dann machen wir mit einem Paket weiter, wo ich erstmal ein Lob aussprechen muss für die Verpackung. Es ist einfach so unglaublich, wie viel Liebe in dieser Verpackung steckt. Erstmal haben wir hier ganz viele Glitzerherzen. Dann wurde hier oben mit extra mit Band das einmal so, also hier oben war eine Schleife dran. Und es war richtig oder ist richtig süß verpackt und einfach so unglaublich schön. Ja, das Ganze ist von Flohtier. Finde ich total cool, den Namen. Und ich zeige jetzt einfach mal, was da drin ist. Sie hat mir ganz, ganz viel eingepackt und ein super süßes Paket gemacht, wie ich finde. Hier ist so eine schöne Karte mit einem süßen Spruch. Dann haben wir hier die Box, wo unser Flohtier drin ist. Und dann hat sie mir hier am Rand noch etwas, ein bisschen was eingepackt. Einmal so ein, wie nennt man das? So eine Blume, die auf jeden Fall auch leuchten kann. Dann gab es ja ganz viele Naschis natürlich. Hier so eine Schokolade. Und dann noch mehr Schokolade. Und dann gab es hier auch noch ganz, ganz viel Bonbons. Also wirklich richtig viel Mühe hat sie sich gegeben. Und jetzt holen wir mal die Box hier raus. Die Box finde ich allgemein auch schon mal super schön. Also das muss man auch mal sagen. Und die werden wir auf jeden Fall auch aufheben. Und dann ist unser Flohtier auch nochmal extra verpackt und nicht einfach nur reingeschmissen oder so. Ja, so sieht das Logo aus und ich finde das einfach so unglaublich niedlich. Und ja, jetzt habe ich das natürlich schon aufgemacht hier, aber hier ist eben auch noch der Sticker drauf. Und dann ist es alles so richtig schön hier eingepackt in so eine blaue Folie. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Ist das nicht oberniedlich? Oh mein Gott. Es ist ein kleiner Elefant, ein Flohtier. Und der ist natürlich 100% handgehäkelt und handgemacht. Außer die Augen. Aber die süßen Wimpern schon. Er hat einen kleinen Schwanz und natürlich eine rosane Schleife. Und die Ohren sind hier mal obersüß, oder? Ich finde den einfach so zum Knuddeln. Der wird auf jeden Fall ein richtig schönes Plätzchen im Zimmer bekommen. Und da werdet ihr ihn bestimmt auch noch öfters sehen in der Roomtour auf jeden Fall, weil der ist einfach so süß. Und damit darf die kleine Maus dann natürlich auch später spielen. Aber erstmal wird er, glaube ich, ganz viel Deko sein. Aber der ist doch oberniedlich, oder? Ja, dann geht es weiter mit etwas Praktischem. Und zwar bin ich total der Lederschuh-Hausschuh-Mensch. Also wir bei uns hier im Haus tragen auch nur Hausschuhe. Und ja, ich wollte einfach schon ein paar kleine süße Schüchen für die Maus haben. Und da haben wir uns diese hier ausgesucht. Die finde ich auch super, super süß.
Das sind so die ersten Schuhe, so Krabbelschuhe. Und das sind eben wie diese Lederschlappen, die man, glaube ich, immer kennt. Nur halt aus ein etwas weicherem Material als Leder, haben aber eine sehr feste Sohle, die auch rutschfest ist. Das finde ich auch super gut, wenn die dann wirklich anfangen, sich hinzustellen, sich hochzuziehen. Und ich finde die auch einfach so niedlich mit diesem Design. Das ist doch obersüß, oder? Und natürlich auch hier mit so einem Gummibund, dass man die wirklich sehr gut an- und ausziehen kann. Und das sind eben so ihre ersten kleinen Lauflernschuhchen. Dann geht es weiter mit etwas Personalisiertem und auch da bin ich völlig begeistert. Das ist auch ein Greifring oder Beißring. Und zwar hat der einmal hier so ein Silikonbärchen. Der ist wirklich richtig schön zum Kneten und hat auch hier extra so kleine Pfötchen, damit das wirklich an dem Zahnfleisch schön kratzt sozusagen. Und genau, da haben wir einmal so ein Silikon. Bärchen. Dann haben wir einen Ring komplett aus Silikon und mit dem Namen von der kleinen Maus. Der ist jetzt spiegelverkehrt. Aber hier auch alles aus Silikon, richtig schön zum Beißen. Und dann haben wir hier einen Holzring noch dran. Natürlich auch der schön zum Beißen. Da können die Babys auch schön drauf kauen. Und hier ist auch noch das, oder hier ist auch noch die Firma eingraviert. Babys Shop 24. So heißt sie auf Instagram. Und ja, das finde ich auch total cool, dass man das dann noch eingraviert hat. Und ich finde ihn auch einfach so goldig. Und ich glaube, da hat sie auch auf jeden Fall richtig viel Spaß dran. Ja, dann habe ich noch zwei Ketten zugeschickt bekommen. Und da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Klar, es muss sich noch in der Praxis zeigen. Aber ja, es sieht einfach nicht so. Oder ich habe mir das einfach anders vorgestellt, sagen wir es so. Die Clips sind sehr, sehr klein, wie ich finde. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass auch hier so ein bisschen was fehlt. Leider. Also entweder ist sie verrutscht, aber ihr seht, da fehlt etwas und so wackeln, glaube ich, ist nicht so gut, wenn die Schnullerketten so wackeln. Aber ich zeige sie euch trotzdem einmal und ich verlinke sie auch in der Infobox. Aber ja, da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Von leider, das ist einmal die erste Kette und die zweite, die sie mir geschickt hat, ist auch mit dem Namen. Und hat hier noch so ein süßes Bärchen dran. Die sieht schon ein bisschen hochwertiger aus und ist auch nicht verrutscht. Aber auch da, ja, bin ich nicht so überzeugt, leider. Ja, dann habe ich ein ganz, ganz tolles Paket und die Schnullerkette, die ich euch jetzt zeige, die kennt ihr auch schon aus dem Intro. Denn die Schnullerkette habe ich gedacht, ist super fürs Intro. Und ja, jetzt wollte ich euch mal kurz zeigen, von wem die ist. Erstmal auch, wie die ganz genau aussieht. Also hier haben wir einen Clip aus Silikon, also der ist wirklich schön zum Beißen auch. Und hier ist auch die ganze Kette komplett aus Silikon. Sogar die Buchstaben sind aus Silikon. Und da kann die Maus auch richtig schön rumbeißen und rumkauen. Und die finde ich auch einfach so unglaublich goldig, diese Kette. Sie ist sehr schwer, wie ich finde, aber das kommt halt vom Silikon. Aber ja, auch mit dem Namen, dass der auch aus Silikon ist, finde ich wirklich total cool. Und wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Die hat sie mir jetzt extra reingelegt. Ja, so als kleines Überraschungsding. Und eigentlich gekauft haben wir bei ihr diese süße Giraffe. Oh, die ist so goldig, oder? Mein Vater fährt auch voll auf diese Giraffe ab. Jeder hier im Haus findet diese Giraffe unglaublich toll. Und zwar macht die liebe Maus diese Giraffen selber. Und zwar kannst du komplett entscheiden, wie sie aussehen soll. Du kannst die Farbe komplett entscheiden. Und sie kann auch mehrere Farben haben. Schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Sie hat so coole Farbideen schon auf ihrem Instagram-Account. Und ich finde die einfach so goldig, weil die so süß guckt. Denn auch. Ja, weil man die so hinsetzen kann und dann sitzt sie da und guckt so und ich finde die einfach so unglaublich cool. Ich glaube, da hat die kleine Maus auch richtig viel Spaß dran, die nachher durchzukneten und ja, zu benutzen und ich finde die einfach so süß, oder? Auch von ihr haben wir als Überraschung bekommen diesen süßen Vogel hier. Diese Spieluhr. Und zwar ist es ein Vogel, der ist so türkis, hat so zwei Flügelchen. Kann man auch so bewegen. Und er hat einen Schwanz. Das ist doch mal obersüß, oder? Und die spielt
eine Melodie. Super niedlich, aber die habe ich euch ja schon mal in einem Vlog gezeigt. Aber ich finde die einfach so goldig. Ja, das ist unsere zweite Spieluhr, die wir haben. Die erste Spieluhr oder die Hauptspieluhr der Kleinen, die zeige ich euch ganz am Ende. Ja, das nächste ist eine Schnullerkette. Die ist ganz schlicht und ich finde das ja, wie gesagt, total toll, wenn man schlichte Sachen hat, die man auch zu ja, bestimmten Outfits tragen kann. Und ja, die ist aus Holz, unbehandelt. Und ist dann so rosa mit so Häkelperlen. Und auch hier ist das Rosane und das Weiße jeweils aus Silikon. Und ich finde die einfach so schön, weil sie eben so schlicht ist und einfach. Und ja, kann man einfach überall zu tragen. Dann mal wieder etwas anderes als Schnullerketten. Und zwar habe ich eine ganz, ganz tolle Firma entdeckt. Die heißt Purzel und Käfer. Diesen Namen finde ich ja schon ultra süß. Und dann... ja, finde ich, was sie machen, auch richtig toll. Die haben ein eigenes Buch geschrieben, was heißt Purzel und Käfer. Und da geht es eben um Purzel und Käfer. Und Purzel und Käfer sind ein Fuchs und ein richtig süßer, goldiger Hase. Und die Firma hat uns geschickt eine süße Mütze mit dem Stoff Purzel und Käfer. Also die haben wirklich einen eigenen Stoff, wo sogar der Fuchs und der Hase drauf ist. Das ist jetzt so eine... ja, so eine süße Mütze, die so schön über die Öhrchen geht. Innen ist sie grün, das finde ich auch richtig schön. Und dieser Stoff ist einfach so unglaublich süß. Die haben natürlich noch andere Stoffe, also man kann da wirklich alles finden und alles schauen. Und was ich auch schön finde, die haben immer so kleine Kärtchen hier dran, wo dann immer die Größe draufsteht, wie man sie waschen kann. Und das finde ich auch total schön. Hier natürlich auch noch so ein kleines Logo und hier natürlich auch noch der Fuchs drauf auf der anderen Seite. Also wirklich, wirklich super süß. Zu der Mütze haben wir bekommen ein passendes Halstuch, was auch auf der Innenseite grün ist, natürlich auch zum Wenden. Und auch hier wieder einmal eine Beschreibung sozusagen. Und dann haben sie uns noch eingepackt eine Kulturtasche, sage ich mal, so eine kleine Bag. Und die finde ich super praktisch, ja, wenn man mal unterwegs ist mit dem Baby oder wenn man verreist, dass das Baby schon so seine eigene kleine Kulturtasche hat. Die ist auch hier mit dem Purzel- und Käferstoff, hier oben in grün, der Reißverschluss in orange. Und hier haben wir auch das süße Logo drauf. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut auf der Seite mal vorbei. Dieses Buch und die ganzen Sachen sind so süß gemacht. Und ja, ich unterstütze die auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ja, dann geht's weiter mit einer Firma oder einer Mami, die ich schon sehr, sehr lange auf Instagram verfolge, auch schon privat. Und ja, sie begeistert mich einfach mit ihrer Art und Weise. Und ja, sie ist so auch so ein kleines Vorbild für mich. Ja, bewundere sie wirklich sehr und auch sie hat uns zwei kleine Sachen geschickt und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also erstmal, ich rede hier von Yunas Perlenzauber. Das erste durfte ich mir aussuchen und das ist so ein süßer Greifring hier, wenn ich ihn mal ausgepackt bekomme. Kommt übrigens in so einem süßen Beutel hier. Und das ist ja total mein Geschmack. Also Häkelkugeln und Holz ist einfach so das, worauf ich richtig stehe. Einmal so ein süßer Elefant, wieder schön was zum Beißen und dann natürlich mit Holz und Häkelperlen so einen schönen Greifring gemacht. Und dann hat sie uns eine Überraschung eingepackt und zwar einen Schlüsselanhänger für mich. Davon wusste ich gar nichts und ich war sehr überrascht, als ich das Paket ausgepackt habe. Und zwar steht da mein Name drauf. Und hier oben haben wir eben so einen Stern, wo man das eben überall daran befestigen kann. Hier unten haben wir noch ein Herz. Und ich finde ihn einfach so schön, auch weil der hier oben noch so eine extra Schlaufe hat, was wirklich total praktisch ist. Ja, dann war mir wichtig, oder was auf meiner Liste stand für Erstausstattung, sind zwei kleine Taschen oder Windeltaschen für die Autos. Und zwar wollte ich gerne eine Windeltasche für mein Auto haben und eine Windeltasche für das Auto von meinem Freund, die wir immer schon fertig packen und dann im Handschuhfach haben. Das heißt, wenn wir mal unterwegs sind und nichts dabei haben, dass man immer so ein kleines Notfallpaket dabei hat. Das, ja, habe ich überall. Ich hatte das damals in der Schule, hatte ich immer
kleine Notfallpakete natürlich nicht mit Windeln, sondern dann mit den Dingen, die Frauen so brauchen. Und ja, auch immer eine Federtasche oder eine Tasche mit paar Stiften, falls ich mal die Federtasche zu Hause vergesse. Ich finde, sowas, ja, kann oft passieren, wenn man im Stress ist oder ähnliches. Oder die Windeln in der Wickeltasche sind auch einfach mal leer. Dann hat man immer was dabei. Und ich finde, so eine kleine Taschen, die sehen auch noch richtig schön aus. Und da wollte ich euch jetzt gerne mal zwei zeigen. Die erste ist von Little Bow und die Firma finde ich so goldig. Leute, ihr müsst da mal vorbeischauen, weil die Sachen sind so unglaublich süß. Die machen auch ganz, ganz andere Sachen. Und alle sind halt so richtig schön ins Detail hier oben, zum Beispiel mit der goldenen Wolke oder diesem Schleifchen. Also ganz, ganz viel Detail steckt da drin. Und das ist eben jetzt eine etwas größere Windeltasche. Die kann man hier mit einem Knopf aufmachen. Und dann hat man hier außen zwei Fächer und hier steht nochmal die Firma drauf oder ist nochmal das Logo so eingestickt. Dann kann man die hier auch aufmachen. Und dann haben wir eben hier eine richtig schön große Tasche, wo man alles verstauen kann. Und dann haben wir noch hier hinten das Hinterteil sozusagen. Da haben wir auch nochmal eine große Tasche, die man auch nochmal einzeln zumachen kann. Das finde ich immer richtig praktisch. Und ja. Schön ist sie auch noch und ich finde auch die perfekte Größe für das Handschuhfach am Ende. Und das ist ja mal obergoldig hier. Ja, dann die zweite Windeltasche. Da haben wir ein ganzes Paket bekommen. Das habe ich im Online-Shop bestellt bei denen. Und das besteht einmal aus so einem süßen Häschen-Spielzeug. Ich finde, diese Teile sind so unglaublich süß. Und das ist eben hier in diesem Design. Und auf der anderen Seite ist so schön Plüsch hier mit einem schönen Holzring, schön was zu bespielen. Dann gehört dazu eine Schnullerkette oder ein Schnullerband in dem gleichen Design. Und dann geht es natürlich um die Windeltasche. Die hat auch dieses Design. Das gefiel mir von allen wirklich am besten. Die kann man hier mit so einem Gummizug aufmachen. Und dann haben wir hier die ganz normale Windeltasche, die glaube ich jeder kennt. Also wir haben hier ein großes Fach, dann haben wir hier kleine Fächer. Und auch hier auf der anderen Seite einmal das gleiche, dass man hier schon die Windeln oder die Feuchttücher reintun kann. Und das Ganze sieht dann so aus. Finde ich auch wirklich sehr schön. Und vor allem genau das, was ich eben für die Autos haben wollte, sozusagen. Ja, die Firma heißt Ideen mit Naht. Finde ich auch ein sehr, sehr schöner Name. Und das hier ist die Liebe, die das Ganze macht. Aber wie gesagt, schaut da auch auf jeden Fall auch mal in der Infobox vorbei. Ja, dann haben wir auch ein Paket bekommen von einer süßen Handmade-Firma. Die macht Handmade-Klamotten und die hat mich auch völlig geflasht mit diesem Überraschungspaket. Einmal haben wir hier eine Pumphose mit Bienen drauf. Super süß und ja, das kann auch ein Mädchen anziehen. Passend zu der Pumphose gab es natürlich ein Dreieckstuch. Finde ich auch super niedlich. Und dann gab es noch ein Set in Rosa mit so richtig süßen Tierchen drauf. Ich finde das so goldig. Einmal eine süße Mütze. Und dazu passend natürlich ein Dreieckstuch. Wie gesagt, der Stoff ist wirklich unfassbar. Dann ist es schon ein anderer Tag. Der Akku ist leer gegangen und ich fand es nach dem Laden einfach viel zu dunkel, um das Video fertig zu drehen. Deswegen drehe ich es heute für euch fertig und ich würde sagen, wir machen einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, das nächste, was ich euch zeige, ist ein Paket aus Schnullerkette und Kinderwagenkette. Die Schnullerkette sieht so aus. Die ist komplett aus Silikon. Hat auch einen Silikonclip. Und ist sonst auch komplett aus Silikon. Was ich ja, wie gesagt, total schön finde, wenn die denn darauf rumkauen können. Was mir jetzt aufgefallen ist bei dieser Kette, ist, dass der Clip ja sehr weit offen ist und an irgendwie keiner Kleidung hält. Also der ist auch super leicht zu öffnen hier. Ich weiß nicht, ob der Clip einfach kaputt ist oder so. Aber das ist mir jetzt aufgefallen. Ich werde da wahrscheinlich selber einen neuen ran machen, weil das hält so wirklich überhaupt nirgendwo. Mit dabei war auch so ein Silikonring. Der ist natürlich praktisch, wenn man zum Beispiel ein Mammschnuller hat oder ähnliches. Und dann gab es eine Kinderwagenkette, die sieht so aus. Hier sind die Clips beide in Ordnung, also die halten auch am Kinderwagen. Das sind so Herzclips. Und auch hier ist die
Kette aus Silikon, hat hier so Häkelperlen, hier so Mickey-Mäuse aus Häkelperlen, total niedlich. Und hat hier so zwei Holzringe, finde ich auch sehr, sehr schön. Hier wieder eine Mickey-Maus, wieder eine Häkelperle und dann einen grauen Clip. Die passt leider nicht in unseren Emma Junger, den hängt sie nämlich so straff. Aber am Bugaboo hält sie ganz gut. Die Ketten sind von babystream.de. Ja, dann geht's weiter mit einem Set, was gestern noch ankam. Das heißt, es hat es gerade noch in dieses Video geschafft. Und zwar besteht es einmal aus einem Greifring. Der sieht so aus. Der hat auch hier so einen Elefanten dran. Und auf dem Elefanten ist der Name eingraviert. Finde ich sehr, sehr süß. Und ja, halt so was Persönliches. Einfach so sieht der aus. Hier auch wieder Silikon. So ein bisschen. Und halt sonst Holz. Und was auch im Paket war, ist dieses süße Mobile hier. Da haben wir hier einmal so eine Wolke aus Holz und dann hängen hier halt so kleine Filzperlen dran. Das finde ich total schön über den Wickeltisch. Ja, weil es etwas schlichter ist und nicht so auffällt sozusagen. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr schön. So, dann geht's weiter mit einem Paket von Kleinkinderkram. Da war ich erstmal völlig begeistert. Die Liebe hat das so schön verpackt und es ist einfach so ein süßes Set geworden, dass ich es auch euch schon auf Instagram gezeigt habe. Aber natürlich wollte ich euch das jetzt auch nochmal zeigen und macht das natürlich auch. Das Ganze kam an in so einem süßen Beutel hier, den man natürlich auch so zumachen kann. Das finde ich schon mal richtig schön. Der ist auch richtig stabil, also den kann man auch noch weiter verwenden. Dann war im Paket auch so ein kleiner Denkzettel, finde ich richtig cool. Und ja, schnell notiert ist halb vergessen. Das fand ich auch richtig schön, natürlich auch in dem Design von Kleinkinderkram. Und hier steht ein Rabattcode für euch drauf. Das heißt, ihr könnt bis zum 31.12. mit dem Code Maggie15 bei Kleinkinderkram 15% auf alles sparen. Das heißt, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, der kann sich noch ganz, ganz fix was bestellen. Denn bis zum Ende des Jahres könnt ihr 15% sparen. Was ich euch jetzt nicht zeigen kann, was aber auch drin war, ist eine Mutterpasshülle. Die ist total schön. Schaut auf jeden Fall mal auf dem Instagram-Account von ihr vorbei. Da hat sie ein paar Fotos drin. Ich finde die so schön, die Designs. Und die macht auch O-Hefthüllen und Impfpasshüllen. Und ja, die haben wir aber schon im Mutterpass dran und deswegen kann ich euch die jetzt leider nicht zeigen. Ja, jetzt geht es mal damit weiter, was in dem Paket drin war. Da waren erstmal eine Beißkette drin. Die finde ich immer ganz praktisch für die Zähne. Und die hat hier auch so richtig schön so Punkte, dass da, ja, dass man das schön am Zahnfleisch reiben kann. Und dann sieht die Kette so aus, hat hier auch so eine Silikonfeder dran. Und finde ich einfach so schön und so niedlich. Passend dazu gab es einen Greifring. Auch mit zwei Silikonfedern zum Beißen. Und so einem Holzring finde ich auch super niedlich. Und dann gab es eine Schnullerkette mit Wunder drauf. Finde ich auch total niedlich und passend. Aber wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann nutzt auf jeden Fall den Code. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Paket weiter. Ja, das nächste Paket hat mich sehr, sehr überrascht. Und ich wusste auch nicht, dass mich das erwartet. Aber ja, ich bin einfach super geflasht. Und sie hat meinen Geschmack einfach zu 100% getroffen. Es geht einmal um diese süße Rassel hier. Die ist handgehäkelt, natürlich. Super niedlich, oder? Und das, ja, finde ich einfach so unglaublich schön. Die rasselt, was so eine Rassel, glaube ich, tun sollte. Und finde ich einfach so unglaublich niedlich. Dann gab es dazu noch eine Kinderwagenkette, die perfekt an unseren Emma Junger passt. Die ist wirklich so unglaublich schön. Die hat auch diesen Hasen hier dran. Und hat hier noch eine große Häkelperle und eine Schleife. Finde ich auch total niedlich. Sonst ist sie aus Holz, das finde ich sehr schön, das passt total gut. Und man kann sie hier eben persönlich einstellen. Also man kann sie halt dem Kinderwagen anpassen, das finde ich auch richtig gut.
Und ja, wie gesagt, so passt sie aber auch an unseren Emma Junger. Und das finde ich auch total schön. Hier in dem Hase ist so ein Knisterpapier drin. Das finde ich auch richtig interessant. Und ich finde dieses Set einfach so unglaublich süß. Ja, passend dazu gab es dann noch natürlich einen Maxi-Cosi-Anhänger. So einen haben wir auch noch gar nicht. Und ich war lange auf der Suche nach einem, der richtig schön ist. Und ja, jetzt hat sie mir natürlich mit diesem hier diesen Traum erfüllt. Und hier ist auch wieder das Häschen dran. Das knistert auch so wie die Kinderwagenkette. Hat hier auch eine Häkelperle und hier auch wieder die Schleife dran. Und das kann man hier einfach mit so den Bändern oben am Maxi-Cosi festmachen. Individuell in der Höhe einstellen. Und dann hat man das eben so am Maxi-Cosi. Finde ich, sieht auch optisch richtig gut aus. Also ist nicht zu viel, sieht nicht so sehr nach Baby aus. Und ja, die hat einfach meinen Geschmack auf jeden Fall zu 100% getroffen. Und wenn ihr den gleichen Geschmack habt, dann schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. So, und dann geht es zum letzten Teil und somit mein Lieblingsteil, was auch jeden Abend schon, ja, benutzt wird. Und ich bin einfach so glücklich über diese Schildkröte. Alle aus meiner Familie fahren total auf diese Schildkröte ab. Und ich habe sie euch auch schon auf Instagram gezeigt, in einer Story, weil sie einfach so schön ist. Und wir legen sie schon immer, also nicht auf den Bauch, aber neben den Bauch und machen sie an. Und die Kleine reagiert auch schon drauf. Und ich glaube, in einem Vlog habe ich euch die auch schon gezeigt. Und sie ist einfach so unglaublich niedlich. Es ist so eine Schildkröte als Spieluhr. So sieht sie aus. Hier unten hat sie eben die Spieluhr drin und dann kann man das hier so ziehen. Und sie spielt auch eine ganz schöne Melodie. Und ja, das ist jetzt so unser Abendritual, immer der kleinen Maus die vorzuspielen, weil das soll eben so ihre persönliche Spieluhr werden, die sie dann nach der Geburt auch wiedererkennen soll. Und genau, die verlinke ich euch auch auf jeden Fall ganz oben in der Infobox, weil ich bin so verliebt in diese süße Spieluhr. Ja, mein Lieben, und dann war es das auch schon. Das war alles, was wir gekauft, zugeschickt oder jetzt angesammelt haben, würde ich mal sagen. Es ist mal wieder richtig viel und ich weiß ganz genau, dass einige Menschen jetzt wieder sagen, die ist kaufsüchtig. Aber ich möchte einfach für meine Maus wirklich nur die schönsten Dinge haben. Und ich freue mich schon, das Kinderzimmer einzurichten mit der ganzen Deko, die wir bekommen haben. Es werden noch einige Hauls oder einige dieser Videos folgen oder eins zumindest, weil vieles, was ich noch gekauft habe oder bestellt habe, braucht ein bisschen. Das sind zum Beispiel personalisierte Kissen oder andere Sachen. Aber das zeige ich euch dann alles irgendwann mal. Aber jetzt haben wir erstmal diesen Haul hier geschafft. Ich hoffe, euch hat er gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!